Wir sind Milliarden und ihr schaut What I Love. Mit Ben und Johannes. Ich glaube, als Freunde verbindet uns sehr Cross von Justice. So. Und auch so ein bisschen poppiger angehaucht dann so Black Keys. Ne, dieses Brother-Album. Auf jeden Fall geht, jeder Song ist geil und ja, schon viel damit im Auto rumgefahren. Ich liebe die Platte One Foot in the Grave von Beck. Das ist eine ganz alte Platte, da war auch noch sehr jung. Und ja, ist ein Meisterwerk, finde ich. Was immer wieder bei mir durch die Ohren rauscht. Ganz oft. Also das ist, glaube ich, die Platte, die mich in den letzten Jahren am meisten begleitet und beeinflusst hat. Es ist Michael Jackson doch bei dir. Gib's auch zu, Junge. Nee, es war damals. Also ich weiß noch, wie wir damals zu Michael Jackson getanzt haben. Ja. Also wahrscheinlich haben alle zu Michael damals getanzt, aber in der Tanzgruppe. Also das war, glaube ich, das ist aber schon lange her. Wichtigster Künstler. Einstürzende Neubauten. So. Und nach wie vor auch The Kills. So. Also, nicht grundlegend, das gehört ja nicht zusammen, aber es sind so was, was sich immer irgendwie vermischt sich in meinem Ohr. So oft. So, weil man immer so kreuz und quer hört. Und ja, ich glaube aber so, also die beeinflussendsten musikalischen Künstler sind jetzt mal, wenn man es einfach auf die Musik bezieht, ja, sind es wahrscheinlich die Beatles. Also so, die Beatles sind, glaube ich, die haben mit erfunden, alles grundlegend. So. Von denen sind wir noch hier. Bei mir, ich weiß es gar nicht so genau, ich glaube, das kommt dann meistens immer auf den Moment an oder wo mich was abholt, also zum Beispiel sind die Beatsteaks ja zum Beispiel auch tierisch geil und da gucke ich auf die Live-Performance und das sehe ich auch als ein Vorbild oder ein großes Ding, wo ich sage, Alter, das gibt's doch gar nicht. Wie kann man nur so krass sein? Und das ist dann halt auch so eine Art Vorbild. Also ja, genau, und es ist sehr breit gefächert. So, es gibt dann halt so einzelne Künstler in Bands. Bei mir jetzt, wo ich geschaut habe, so geil, wer hat einen krassen Sound auf der Bühne und ja, wer beeindruckt mich da? Und das ist auf jeden Fall so Deep Purple, die auf jeden Fall einen extrem geilen Orgelsound haben, den ich dann auch irgendwann versucht habe zu adaptieren, aber da ist was ganz anderes bei rausgekommen am Ende. Geil, ja. Wusste ich nicht. Ja, und genau, einfach immer so gucken, was einen im Moment so bewegt. Also es sind ganz viele unterschiedliche Sachen, glaube ich. Ja. Also ich glaube, meine erste CD, die ich mir selber gekauft habe, Maxi-CD damals, war Anna. Wie war das da bei Dada? Du bist von hinten wie von vorne. Mega, Alter. Ich fand Freundeskreis tierisch. Esperanto und Quadratur des Kreises oder genau so hieß das andere Album, fand ich super. Aber das erste Album, was ich mir gitarrenmäßig gekauft habe, war Californication von den Red Hot Chili Peppers. Und hier, wie hieß nochmal der Song? Waiting for. Nee, das ist ein anderer Song. How long with that stand? Sweat is Christmas. Man hat immer noch den englischen Slang von früher. So abgeholt, Alter. Das hat mich so, also ich hatte damals noch einen Walkman. Digga, ja. Hat mich auf Kassette überspielt, die CD. Und also es hat mich so abgeholt. Das war auch so nice, als man früher mitgesungen hat. Man wusste gar nicht, was gibt. Das hatte ich dann tatsächlich mit der Bloodhound Gang. Das war das erste, was ich mir irgendwie gekauft habe. Oder mein Bruder hat sie mir gekauft und saß in meinem Zimmer und habe die Texte immer versucht mitzusingen und wusste natürlich nicht, worum es geht. So. Und meine Eltern meinten auch immer so, Junge, Alter, musst du das reinfahren. Aber ich wusste nicht, was da gesungen wird. Und ich habe es einfach versucht, immer nachzuahmen. Und das war meine erste CD. Und ich weiß noch nicht mal, wie sie heißt mehr. So. Waren auf jeden Fall geile Tracks drauf. Ich werde mir die Beyoncé-Platte kaufen. Weil... Das gibt's ja nicht. Ich auch. Nein. Weil, also das hätte man nicht erahnt, dass da sowas um die Ecke kommt. Wir haben mal reingehört bei einem Kumpel, der sie hat. Und dazu gibt's auch so einen einstündigen Film. Und wir saßen 15 Minuten vor diesem Film und haben die Tracks von ihr gehört. Und waren schon extrem beeindruckt. Also weil die Platte geht ja irgendwie sehr, sehr, sehr... ehrliche, gefühlvolle
zumindest angeteasert, die Lieder, und man dachte nicht, dass jetzt Beyoncé mit sowas um die Ecke kommt, und das hat sich so wahnsinnig kräftig angefühlt. Also ich glaube, das ist echt so, also man kauft sich ja auch die Platten von den rotzigsten, kleinsten Gruppen, aber das kann man, das, also das ist eine Platte, die sollte man sich, glaube, also ich habe Bock, sie mir zu kaufen, weil ich alles, was ich da angeteasert gehört habe, fand ich wahnsinnig stark. Also ich auch schon wahnsinnig so respektvoll. Ne? So, alles, was jetzt 2016 nach Beyoncé kommt, ist egal. Die würde auf Platz 1 bleiben. Naja, Beyoncé wird halt hart gefickt von mir an. Ist jetzt schon klar. Wenn unsere Platte rauskommt, dann ist nochmal was anderes. Dann ist eh eine andere Zeitrechnung. Brandheiß und aktuell ist gerade eben noch im Bus mit Flori gespielt. Auf der Akustikgitarre. Mit so Beschäftigung. Don't look back in anger. I heard you say Oasis mit Don't Look Back in Anger. Habe ich auch zum Soundcheck und ein bisschen gedudelt. Starkes Lied. Stark. Ja. Ganz, ganz fresh. Ganove. Ganove spielen wir heute Abend mit uns, gestern, heute und morgen mit uns im Vorprogramm. Und das ist ein heißes Eisen, würde ich sagen. So. Das sind, das ist eine richtig gute Hamburger, ganz junge Combo. Ja, sehr spannend. Mal gucken, was die machen. So, ja. Ich glaube, wir sind da auch relativ schmerzfrei bei sowas. Also wir haben da gar nicht so eine, wir verstecken sowas nicht, glaube ich. Also ich sag ja auch, also her mit der Beyoncé-Platte. Also was einem unangenehm sein könnte. Vielleicht so echt unangenehm könnte mir sein, dass ich ab und zu mal in die neue Platte von Justin Bieber reingehört habe und manche Sounds da tatsächlich, oder manche Songs auch echt gut ausgecheckt sind und ja, halt ist eine ganz andere Richtung so, aber ja, also ist schon krass, was er da gemacht hat oder was das für eine Produktion ist. Das wäre ein Guilty Pleasure von mir, geil, was du Alter, halt auch wieder rausschneidest. Das ist so voll der Produzenten-Style gerade, das ist eine richtig gute Produktion, also es ist ja... Ja, sowas hört man ja. Sowas hört man doch, oder? Also wenn man so wie ich schon 20 Jahre in dieser Musikbranche lebt und arbeitet. Sozusagen dein ganzes Leben, Mann. Gib mir mal eine Zigarette, Junge. Von Justice? Ja, Stress. Ist es Stress? Ja. Wo die Kids da rumlaufen und alles kaputt machen? Wo man einfach wirklich nicht weiß, wo jetzt die Grenze gezogen ist? Man weiß es nicht, also kann es nicht sagen. Finde ich schon ein ziemlich starkes Musikvideo. Und wie hieß es nochmal letztens, was wir uns angeguckt haben, wo die ganze Zeit das Mädchen im Wald vor diesem Monstrum davon rennt? Ach, scheiße. Und am Ende ist es in dieser Blutfontäne endet? Weil sie ihm den Schwanz abhackt. Genau. Genau. Schon wieder gespoilert. Ja, gespoilert. Ich weiß den Namen gerade nicht mehr darum. Ja. Ja. Oder nee, warte mal. Oh, hier, Blur. Wie heißt nochmal diese, wie heißt der Song von Blur, wo die waren auf so einem Flugzeug, wie heißt denn der Song? Das würde jetzt Philipp wissen. Wo die einfach mit einer Kamera mit bei so einer Soldatin auf dem Flugzeugträger waren. Auf so bei der Navy. Das ist ungefähr so eins der, also der größten Kunstgriffe überhaupt. Blur halt sowieso. Unfassbare Band. Um einfach, weil morgen sterbe ich ja sowieso, deswegen muss man jetzt ja nicht, also da nimmt man ja auch die Songs mit, die dann, oder so war doch das Thema, ne? Ich sterbe morgen und nehme... Du stirbst nicht, du kommst auf die einsame Insel auf die einsame Rest deines Lebens und hörst diese drei Songs in Dauerschleife. Wieder an. Dauerschleife? Okay, hier, trotzdem, wahnsinnig starker Song von Alabama Shakes. Give me all your love. Give me all your love von Alabama Shakes. Geil, super. Damit hast du. Damit habe ich gemacht. Den ersten Preis. Du hast Danke den ersten sehr. Preis. Ich muss es nicht beantworten.